Hallihallo zu einem neuen Video von Ecclesion. Diesmal schaue ich mir ein bisschen Magicka genauer an. Und zwar weswegen? Weil Magicka jetzt eine neue Version rausgebracht hat, und zwar 1.4. Und in dieser Version gibt es eigentlich den Versus-Modus, den ihr hier in der Mitte sehen könnt. Außerdem gibt es hier noch sowas wie eine Steam-Anzeige. Und da können wir sehen, wenn neue DLCs rausgekommen sind. Wieso das aufblinkt, ich weiß es nicht genau, weil ich habe eigentlich die neuen DLCs. Denn am 21. Juni 2011 sind vier neue DLCs gleichzeitig mit dieser neuen Version rausgekommen, die mehr oder weniger den Versus-Modus auch mit betreffen. Schauen wir uns das an. Das erste, was euch wahrscheinlich auffällt, ist, dass Magicka hier eine neue Lobby rausgebracht hat. Also hier unten kann man die Karte ändern, hier die graue Box, das ist der Chat. Und hier rechts haben wir die Mitspieler. Wie bisher auch immer, auch nur für 4 Spieler. Hier oben haben wir die Spielmodi, und zwar gibt es für den Versus-Modus momentan 3 Spielmodi. Das wäre ein Todesmatch, Keilerei und Kritors Turnier. Beim Todesmatch habt ihr diese 4 Einstellungsmöglichkeiten: das Zeitlimit bis zu 50 Minuten einzustellen, Punktelimit bis zu 50. Ich hatte noch keine Zeit, den Versus-Modus zu testen, aber ich denke mal, das sind die Tode. Was haben wir sonst noch? Teams kann man einstellen, ob man welche haben will oder nicht. Wenn man es auf Nein lässt, heißt es, es spielen 4 gegen 4 in einem Free-for-All, also jeder gegen jeden. Und das Gepäck damit stellt man quasi, wie das hier in diesem kleinen Pop-up zu sehen gibt, wie häufig so ein Truhen-Monster da spawnt. Das muss man einfach töten. Ich denke mal, dass es wieder ein Truhen-Monster ist. Hier hat man quasi die Beutepakete. Ihr könnt euch die Items dann schön im Video selber dann angucken, indem ihr einfach 720p einstellt und anhaltet. Dann solltet ihr das gut lesen können. Hier gibt es auch dieses Vietnam-Paket, das ist auch dabei natürlich. Ja, und das war's dann wieder, glaube ich. Fängt's wieder von Anfang an, oder? Ja. Napalm. Könnt ihr auch. Nein. Es geht noch weiter, gut. Napalm und Meteoritenschauer sind einzelne Pakete, die könnt ihr dann quasi einstellen, und dann geht es wieder von Anfang los, ja. Der nächste Modus, Keilerei. Ja, da habt ihr Leben. Also Punkte, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Das müsste ich noch in einem anderen Video dann testen. Aber dieses Video zeigt nur die ganzen neuen Sachen, die rausgekommen sind, einmal als Einstellungsmöglichkeiten. Wie zum Beispiel auch Sets. Die Sets, die werde ich euch ingame dann noch zeigen, denke ich mal. Weil die sind sehr interessant, vor allem ins Detail dann zu gehen, was es so Neues gibt. Zeitlimit, Leben, kann man bis zu 50 einstellen. Teams und Gepäck wie vorhin. Und Kritos Turnier, nur Zeitlimit und Teams. Und das Ganze, das geht maximal 10 Minuten. Ja. Okay, so viel dazu. Und jetzt gehen wir dann noch zum größeren. Ah nein, oh. Ich habe ganz vergessen, die Maps. Der gefrorene See. Die Beschreibung könnt ihr dann auch per Stopp euch dann durchlesen, weil die Texte sind schon sehr interessant, aber teilweise auch sehr, sehr lang. Der gefrorene See, das ist, wie soll ich sagen? Ja, wenn ihr einen DLC kauft, da gibt es extra einen DLC, das heißt gefrorener See, da bekommt ihr die Map. Havindir Arena gab es schon seit dem Start von dem Ganzen. Das Trainingsgelände ist, denke ich mal, auch neu. So, was hatten wir da noch? Vulcanus Arena ist auch wahrscheinlich neu gekommen, aber ich glaube ohne DLC. Zumindest stand das jetzt nicht direkt bei einem DLC dabei. Und der Wachturm, das ist auf jeden Fall ein DLC, weil so heißt auch ein DLC. Jo, okay, dann haben wir das mal abgeschlossen. Und dann. Nein. Also hier habt ihr bei Online-Spielen habt ihr dann auch extra noch Herausforderungen und Versus. Könnt ihr dann extra hosten und alles. Weil hier in diesem Versus-Modus könnt ihr über LAN, glaube ich, spielen. So funktioniert das. Weil da gab es auch irgendwie LAN-Unterstützung jetzt oder so fürs Spielen. Also hier bei Herausforderungen, ja.
Okay. Ich hoffe, ich höre mich nicht zu verschnupft an. Das ist irgendwie momentan ein bisschen sehr blöd. Was wollen wir machen? Dann hier Abenteuermodus. Nehmen wir hier meinen längsten Spielstand. Und hier sieht man also quasi das Level. Auch im Abenteuermodus den Chat. Und hier oben jetzt die ganzen Sets. Das ist das Standard-Set. Steht auch Basisrubel, nennt sich das Ganze. Und hier könnt ihr dann lesen, was da alles steht. Ja? Also mit welchen Sachen man quasi anfängt, spawnt und alles. Das ist dann quasi ja, das DLC gewesen, das als erstes rausgekommen ist, beziehungsweise das mit dem Release dabei war. Für alle, die das Spiel sehr früh gekauft haben, wie meine Wenigkeit. Und da gab es dann auch den Meteoritenzauber dazu damals. Hier haben wir dann das erste Gratis-DLC, das dazu gekommen ist. Und zwar Mea Culpa. Mit dem Backteufel und allen möglichen Sachen. Die Reservoir-Robe, die kam jetzt mit ja, der neuesten Version und dem Versus-Modus dazu raus. Sehr interessant, das Ding. Ihr könnt ja sehen, wie ich durch die verschiedenen Farben switch. Ich bleib bei Schwarz. Und dann zeige ich euch, was man da genau alles ja, dazu kriegt. Ist sehr, sehr cool. Wie ihr sehen konntet an dem Bild vielleicht, man trägt eine Krawatte, so, also von hinten sieht man relativ normal aus. Man hat auch den Zauberstab. Wenn man sich aber umdreht, haha, Krawatte und eine M1911. Ah, sieht cool aus. Hier könnt ihr dann wieder sehen. Also M1911 mit dem Text, Schadenstyp niedrig und Exas Entfernung. Ja. Und ein gewöhnlicher Zauberstab ist. Genauso wie beim Basisteil. Bei der Basisrobe. Was hier aber besonders ist, erstens, was die noch. Ich glaube nicht, dass es das mit einem DLC war, sondern mit der Version. Man hat jetzt. Ja, den Schild, den kann man im Stehen, im Laufen quasi boosten. Muss man auch machen. Weil Heilzauber den nicht mehr betreffen. Das heißt, ihr müsst wirklich boosten, wenn ihr den normalen Energieschild haben wollt, der auch Zauber reflektiert. Dann gibt es noch den Erdschild, der wirklich sehr gut ist gegen Nahkampfschaden. Man kriegt kaum Schaden dadurch. Das ist die einfache Version. Man kann natürlich den auch verstärken, indem man hier viermal Erde nimmt. Und dann ändert er auch leicht seine Farbe und hält viel mehr aus. Das Problem ist, man ist viel langsamer, wie ihr bemerkt. Okay, was es noch gibt, ist ein. Ja, bei den normalen Standard Zaubern erstellt man quasi Auren. Und diese Auren, die halten auch länger, sind nicht heilbar. Und man sieht das hier an diesem Heiligenschein. Und hier sieht man auch die Dauer von den Auren, ja. Ja, was dann noch wichtig wäre, ist die Eisrüstung. Nicht nur, dass sie cool aussieht, sie kann, glaube ich, auch Gegner verlangsamen, wenn sie einen treffen. Die kann man natürlich auch verstärken. Ah, was mache ich hier? So, so, so. Funktioniert nicht ganz, egal. Aber ihr seht ungefähr, wie das funktioniert. Und wenn man sehr viele Elemente zu einer Rüstung verbindet, dann ist man auch langsamer. Ist es bei den Auren der Fall? Ich denke mal nicht. Sagen wir das mal hier. Nein, ist aber nur größer. Und hält länger. Ist auch sehr wichtig. Was wahrscheinlich die nützlichste Aura ist, nicht diese Heilaura, sondern wahrscheinlich die Wasseraura, damit man nicht nass wird. Okay. 105 Schaden macht der automatische Angriff hier. Ja, automatischer Angriff, nicht automatischer Angriff, sondern die M1911. Was man natürlich noch machen kann, ist. Seht ihr, ich bin nicht nass geworden. So. Ah, funktioniert nicht, weil die in der Aura stehen. Blöd. So, jetzt aber. Und ich bin verlangsamt. Okay, der ist nass. Ah, okay, eingefroren.
Und jetzt seht ihr, man macht doppelten Schaden bei eingefrorenen Zielen. Ganz normal. Okay. Das leckt ein bisschen. Wir wollten dann noch das Erdschildchen testen. So, seht ihr? Kein Schaden, oder? Heilen kann man sich auch nicht durch Schilde, das ist auch ein bisschen blöd. Also wie es immer eigentlich war. Ja. Also man kriegt kaum Schaden dadurch. Oh, sorry, ich sollte so früh in der Früh keine Videos machen. Und nein, ich bin nicht Raucher, aber ich zeige euch jetzt mal das nächste Set. So. Hier, die Banditenrobe. Die gibt es in einem DLC-Pack, und zwar Partyroben nennt sich das. Da kriegt man alle möglichen, also drei verschiedene Roben, die sehr praktisch für die Arena sind, weil da kann man quasi, ja, man kann dann quasi seine Rolle wählen. Man hat die klassischen drei, okay, das mit Not Found, das müssen die noch ändern. Aber man hat quasi die klassischen RPG-Rollen da. Also Tank, Heiler und Schadensausteiler. Und das ist die Schadensausteiler-Robe. Man sieht aus wie halt so ein Assassin-Ninja-Typ. Und ja, das sind die Beschreibungen zu den Waffen. Man hat eine Armbrust und eine Rauchbombe. Zu der Rauchbombe. Die funktioniert folgend. Also ich schaue jetzt nach Norden. Und wenn ich die mittlere Maustaste drücke für die Rauchbombe, teleportiere ich mich nach hinten. Das funktioniert immer überall. Damit kann man recht gut und recht praktisch allen möglichen bösen Sachen ausweichen, wie Projektilen. Der Armbrustschuss, der sieht so aus. Wobei, wie ihr sehen könnt, das Ding, das hat eine begrenzte Reichweite. Weil das halt eine kleine, leichte Armbrust ist. Ja, die Besonderheit ist, dass die Pfeile vergiftet sind. Außerdem bewegt man sich sehr, sehr schnell. Was halt auch der Sinn und Zweck hinter einem ja, Schadensausteiler sein sollte. Wobei mit einem maximalen Erdschild bewegt man sich auch langsam, ja. Das ist immer so. Aber das Energieschild, das ist nicht davon betroffen. Seht ihr, die Gegner, die sind vergiftet. Man kann schön weglaufen. Hopp. Und sie sterben langsam. Ja, man kann trotzdem halt noch zaubern. Und wenn man den Hasszauber nutzt, dann ist so schnell. Ist so schnell. Die kommen einem nicht hinterher. Ah ja, das war es einmal zum Schadensausteller. Ich, ja, ändere wieder mal die Robe. Zeige ich den nächsten. Was haben wir als nächstes hier? Ja, Nippon-Robe aus dem Nippon-DLC. Habe ich euch eigentlich gezeigt im letzten Video. Nur hier seht ihr noch die Farbkombination. Ja. Ist sehr schön eigentlich. Und die Beschreibung, die habe ich euch auch, glaube ich, gezeigt hier kurz. Egal, nochmals hier ein paar Sekunden. Ja. Okay, als nächstes hier die Helfer-Robe. Mit dieser Robe spielt man klar, quasi den Heiler bzw. Supporter. Und da werdet ihr dann gleich feststellen, wieso. Und was man da alles Schönes quasi hat. Man hat. Oh, sorry. Handy weg. So. Man hat quasi hier diese Aura aktiviert, den weißen Schein. Und zwar ist es hier die Aura des Stabes. Stab der ewigen Unterstützung. Verringerte Zauberwirkung, ja. Und zauberverstärkende Aura. Verringerte Zauberwirkung nur für uns. Zauberverstärkende Aura für alle um uns herum. Und das sieht man dann quasi an diesen weißen Symbolen. Heilende Hände. Schadenstyp sehr niedrig, das werdet ihr sehen. Ich glaube, man macht ungefähr nur 6 Schaden. Man bewegt sich hier gleich schnell wie immer eigentlich, also wie normaler Zauberer. Nur halt, dass man die Aura hat und auch angeblich schneller casten sollte. Er kommt. So, 6. Also 6 Schaden macht man nur, aber man hat einen Knockback. Nein, nicht wirklich. Okay. Okay,
Okay, man zaubert doch sehr viel stärker. Das probieren wir mal an einem der stärksten Spells. Okay, die Beam, ja, deswegen, weil man quasi stärker ist beim Zaubern, hat man hier diese verringerte Zauberwirkung. Man kanalisiert nicht so lange die ganzen Spells. Denke ich mal. Ja. Normalerweise wäre der Strahl ja länger da. Ja, sonst. Ja, kann da eigentlich nicht viel. Ist halt nur ein Unterstützer. So, dann wechseln wir wieder. Wen haben wir als nächstes? Ah, die Panzerrobe, den Tank. Hier seht ihr die Farm. So nochmal für den Text. Ja, die Panzerrobe. Extrem praktisch das Ganze, ja. Ihr haltet so viel aus. Beziehungsweise ihr seid für Nahkampfschaden immun. Und dann noch die Blockfähigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen mit dem Blocken ist, aber ich denke mal normal wie beim Zauberer. Dass ihr Blitzangriffe blocken könnt. Aber hier, das ist unglaublich. Muss ich euch zeigen. Nur, das Ganze hat natürlich einen sehr großen Nachteil. Wie ihr sehen könnt, man ist sehr langsam, schon standardmäßig. Sehr langsam. Hier die Waffen, eine extra stumpfe Klinge. Betonung auf extra stumpf. Sie macht nicht wirklich viel Schaden, niedrig und langsam. Also, ich würde die wechseln, sobald wie möglich. Vielleicht gegen Excalibur. Dann großer Schutzschild. Hier habt ihr signifikant verringerte Zauberwirkung. Das heißt, ihr zaubert nicht wirklich so viel, oder am besten sind AOE-Spells, also Bereichzauber, die sind wirklich gut. Und der Schildschlag, der ist auch recht nett. Bewegen wir uns mal zu den nächsten Gegnern. Also mit Hass seid ihr auch nicht wirklich schneller. Ich würde, wenn ihr teleportieren könnt, ja, die Teleportfähigkeit nutzen. Ja, das ist der Schildschlag. Sieht sehr interessant aus, oder? Und wie ihr sehen könnt, die können keinen Schaden machen. Die machen keinen Schaden. Null. Und? Komm. Null. Ja, also. Das Zuschlagen ist langsam. Ah, okay. Packt ein bisschen rum. So. 11 Schaden. Ihr macht mit der stumpfen Klinge 5 Schaden mehr als der Heiler. Oder Unterstützer, besser gesagt. Mal schauen, wie lange wird so ein Strahl kanalisiert. Ja, es geht. Ich meine, für die meisten Zauber geht's. Ich meine, ihr könnt einfach so die Gegner auch töten, ja. Das passt dann schon. Nur, man ist wirklich sehr langsam. Wollt ihr was Witziges sehen? Man kann noch langsamer werden. Nur das Schlimme ist dabei, ihr werdet wirklich gar keinen Schaden kriegen. Außer Magieschaden irgendwie. Aber ihr seid, ja, quasi im God-Mode. Ach ja, das Blocken wollte ich euch auch noch zeigen. Steuerung-Taste standardmäßig gedrückt halten und, ja. Okay, das geht jetzt alles auf die Rüstung. Okay, das geht jetzt auf den Energieschild. Normalerweise sieht man dann so einen Blonk. Das ist irgendwie so ein Blitzen quasi, wenn die Gegner drauf schießen oder hier draufhauen. Ah, leck. Seht ihr? Ja. Und das war's eigentlich schon. Also, ich glaube, wenn ich in einem Versus-Modus spielen würde, dann würde ich am liebsten den spielen. Das muss ich echt mal probieren, aber ich bin eher so der Typ, der lieber gerne mehr aushält. Obwohl ich einen Fury Warrior spiele in WoW, aber gut. Die halten auch ein bisschen mehr aus als andere Schadensersteller, von daher. Und dann glaube ich schon die letzte Robe, ja. Die Robe der großen Barriere. Erinnert mich ein bisschen irgendwie an an Star Wars und Star Trek und sowas. Ja, werdet dann sehen, wieso.
Einmal wegen dem Duellstab und zweitens dann wegen dem Phaser. Ich glaube, mir Rot wird das gut passen, oder? Ihr wisst, was ich meine. Star Trek. Oder in Blau, wenn man, glaube ich, beim Dingens ist. Doktor oder so. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da war ich noch sehr, sehr jung. Ah. Sucker Swing, Sucker Swing heißt diese Spezialfähigkeit, die man hier hinterhältiger Schwinger mit der mittleren Maustaste quasi aktiviert. Der Duellstab und der Typ 2 Phaser. Phaser. Oder Stab. Mit dem Stab solltet ihr zusehen, dass ihr irgendwie mit dem scharfen Ende die Gegner ins Visier nimmt und attackiert. Weil sonst macht ihr gar nichts. Hier ist mal der Phaser. Ein Blitzchen. Lähmen. Und der Sucker Swing. 350 Schaden. Ist doch nett, hä? Nur ihr könnt halt nicht. Ja, also man muss ein bisschen warten, bis man den einsetzen kann. Oh. Ah, blöde Dinger. Ja, und was natürlich auch normal ist, wenn die alle nass sind, kriegen die doppelten Schaden. Wenn sie vereist sind, kriegen sie nicht doppelten Schaden. Also, da müsst ihr auf jeden Fall vorher noch alle Vor- und Nachteile erforschen, ausprobieren. Und ja, dann wisst ihr, was am besten funktioniert. Von den neuen Roben insgesamt sind, glaube ich, die Nippon-Robe und die Panzerrobe meine Favoriten. Da sind einfach nur cool und sehr eigen. Und vor allem bei der Panzerrobe ist es nicht nur kosmetisch, sondern auch spielerisch. Eine sehr große Anpassung, die man da miterlebt. Ja, sonst waren das alle Roben. Wie gesagt, ihr habt jetzt einen neuen Infotext dabei. Bei den Roben in der Lobby könnt euch schön das angucken. Und dann entscheiden, ah ja, genau, die Robe, die wir uns noch nicht angeguckt. Also, das ist die Patriotenrobe, die Kriegsrobenuniform. Ja. Vietnam-Veteranszauberer. Ja, viel bleibt da nicht mehr zu sagen. Ich denke mal, das war eine relativ gute Vorschau auf viele Neuerungen. In-game jetzt weniger. Ich hoffe, ich kann euch bald vielleicht mit ein paar Freunden den Versus-Modus zeigen. Der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr lustig sein. Und nicht nur deswegen, weil ich so ziemlich jede Robe, die es momentan zum ja, Kaufen gibt, habe. Und damit eigentlich einen Vorteil gegenüber allen anderen habe. Nein. Aber ja, so spielemäßig. Dann seht ihr auch vielleicht das neue Versus gegen Versus. Also das Versus-Interface. Versus gegen Versus. Spieler gegen Spieler-Interface. Das hat sich auch leicht abgeändert und ja, bis zum nächsten Mal.